Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Half-Life Opposing Force. Ja. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, als wir diesen extrem schweren Bosskampf bestreitet haben. BZW auch noch machen. Und ich jetzt gerade am Überlegen bin, wie ich den am schnellsten packe. Und meine herausgefundenen Ideen sind einfach schnell sein. Und trefflicher, vor allen Dingen. So, jetzt auf jeden Fall runter. Ah, komm, wo kommt der denn her? Hallo, Seil, ich will nach oben. Danke. So, dann kann der mir auch schon mal nicht mehr glauben. Folgen, meine ich. Okay, beim ersten Mal sollte man vielleicht erstmal abwarten. Ja, also. Und dann schaffe ich das nicht mal. Okay. Spiel. Ernsthaft? Wie hat ihn die Explosion ignoriert? Also... Schön und gut, aber trotzdem. Wie? Naja, ich werde jetzt auf jeden Fall den Bossfight versuchen zu beenden, so schnell wie möglich mir das erscheint. Hey! Hey, 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 hey! Ach komm schon. Seile, Leitern und anderes werde ich keine Freund von in dem Spiel. What? Übertreib, als würde das überleben. Naja. Okay, ich bin schon sehr oft offensichtlich da reingerannt. Wow. Kurzer Freeze. BZW-Lag.
Ah, jetzt habe ich ein Problem. Unten ist der Minion von ihm. Ja. Weil ich ihn nicht tot gekriegt habe. Gottes Willen will der viel. So. So, kurz speichern. So. Habe ich es geschafft? Ich habe es geschafft! Leute, ich habe es gepackt. Wir haben den Boss besiegt. Also offensichtlich. Oh. Oh. Okay. Das ist neu. Nein, Spaß. Wir haben den Boss besiegt. Also nicht von diesem Bereich. Oder. Oh, das war der Boss des Spiels. Oh. Okay. Ich halte mal die Schnauze. Ja, das würde ich auch mal behaupten. Danke. Irgendwie. Okay. Darf ich mich dann auch bewegen irgendwie, weil... Ach so, darf ich nicht. Person Shepard in Haft. Weitere Ausweitung folgt. Okay. Also Status in Haft. Weitere Auswertung folgt. So wollte ich sagen. Ja, das war Half-Life Opposing Force. Mir hat es persönlich ganz viel Spaß gemacht. Find's jetzt schade, dass es natürlich jetzt wieder ein bisschen kürzer war. Aber da gibt ja eine Möglichkeit. Ich spiele es einfach nochmal auf Englisch. Nein, Scherz. Also sprich, ich werde wahrscheinlich irgendwann die ganzen Titel auch nochmal auf Englisch auf meinem Kanal haben.
werde die aber vorher aufgenommen haben und gar nicht großartig viel reden. Das ist dann einfach nur zum ja, Anschauen, zum Einschlafen oder so, keine Ahnung. Einfach nur parallel. Das ist dann auch nicht als eine Art Hauptplay zu sehen, sondern wirklich nur, damit man die Story halt im Englischen mitbekommt. Falls es jemanden interessiert. Aber da muss ich halt mal gucken. Andere Situation oder andere Sache ist, ich werde jetzt wahrscheinlich nach Opposing Force jetzt erstmal keinen Titel haben gerade. BZW muss mir noch einen einfallen lassen, was ich jetzt danach spiele. Was sich gerade ganz gut trifft, zum Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, ist der Stand der Dinge, dass ich mir die Grafikkarte leisten kann. Was bedeutet, dass ich eventuell andere Spiele demnächst auch aufnehmen kann. Kurz und bündig gesagt, eventuell werde ich jetzt in Zukunft auch ja, sowas wie Call of Duty Spiele die Story durchspielen. Ganz klar Story, Multiplayer eher nicht. Und wenn, dann höchstens mit Kumpel zusammen. Und wenn ich halt anderes mache, ja, wie zum Beispiel Human Fall Flat könnte ich dann noch zum Beispiel auch aufnehmen. Und. Also das sind alles so Sachen, die ich jetzt momentan auch schon in Überlegung habe. Gut. Spiel. Ich kann hüpfen, ich kann alles, aber ich kann mich nicht bewegen. Ich guck mal ganz kurz nach der Zeit. 12 Minuten. Schade drum. Wie gesagt, dass es zu kurz war. Aber ich fand es mal wieder gut und auch wieder schön, das Spiel. Es hat ein bisschen mehr Anspruch als Blue Shift auf jeden Fall, das steht fest. Also es war knackiger, es war härter. Ihr habt gemerkt, ich bin an vielen Stellen einfach nur noch durchgerusht, weil ich einfach so richtig gemerkt habe, okay, jetzt wird das einfach nichts mehr, gegen die Gegner anzukämpfen. Was mir auch leid tut, dass ich das gemacht habe, aber naja, Gründe halt, ne? Sprich, ich glaube, ich komme jetzt auch nicht mehr weiter. Und ich komme auch nicht ins Menü. Von daher würde ich einfach nur noch zu guter Letzt sagen und als allerletztes, wenn euch das Projekt gefallen hat, ihr noch mehr sehen wollt von solchen Spielen, in der Hinsicht, dass auch die Synchro so gut ist, die Grafik ungefähr denselben Stil hat wie Half-Life, dann lasst mich das gerne wissen. Denn ich bin jetzt am Überlegen, ob ich bei itch.io Spiele in Anführungszeichen supporte, indem ich die Let's Player auch und euch dann zukommen lasse als Info, dass diese Spiele existieren. Und vielleicht, wer weiß, seid ihr der Nächste, der das dann auch schon in naher Zukunft spielt. Vielleicht werde ich dafür aber auch einen extra Tag in der Woche aussuchen. Oh Gott, das Geräusch nervt mich gerade zu hart, Entschuldigung. Wie gesagt, vielleicht werde ich mir noch einen Tag in der Woche aussuchen und da einfach ja immer solche Random Games spielen einfach, die ich dann bei itch.io geholt habe. Das heißt, die kommen dann immer nur zum Beispiel mittwochs und das wird dann auch ein ganzes Let's Play und das andere kommt dann immer Donnerstag und ist ein ganzes Let's Play und so weiter. Auf jeden Fall, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, dass das Let's Play, so kurz es war jetzt vom Spiel her, euch nicht gelangweilt hat. Und ich hoffe, ihr habt euch auch irgendwie amüsieren können darüber, dass ich wieder mal das ein oder andere nicht sofort geschafft habe, BZW auch nicht sofort gerallt habe, Zitat, Stromleitung einfach mal zu Fuß überqueren. Muss man auch erstmal drauf kommen. Und ansonsten würde ich eins nur noch sagen, machen wir mal ganz kurz ein neues Spiel und ich gucke nochmal ganz kurz, genau, weil ich wollte nochmal in den Trainingskurs reingucken, da ist mir nicht was aufgefallen. Deswegen weil das wollte ich euch ganz kurz zeigen, wenn ich dann auch das komplett eingebe. No Clip. Ich muss mich bewegen können, fällt mir dazu ein.
Ja, hier komm, geh weg. Okay. So. Warum kann ich nicht? Okay, Noclip funktioniert irgendwie noch nicht. Geht aber gleich los. So, hier werde ich es mal versuchen. Hoppla. Danke. So, und zwar ist mir was aufgefallen. Unsere Basis ist ja quasi in der Theorie in der Nähe von Black Mesa dann angelegt. Laut der PNG-Datei hier drumherum. Ganz kurz, ich gehe mal kurz spicken hier, was das ist. Ach nein, wie cool. Deleted Content oder was? Sollte man doch erst hier ins Flugzeug steigen? Finde ich ja aufregend. Oh. Ich weiß auch schon warum. Es ist einfach nicht viel geladen hier in der Sony. Nein, aber auf jeden Fall sieht man ja ganz gut. Oh, ich will sehen. Da ist keiner drinne. Auch nicht schlecht. Okay, ja, ein bisschen Spielerei, ich weiß, aber ich glaube, zur Erläuterung wisst ihr, was ich meine. Es ist halt schon lustig, wenn man sich hier umschaut, feststellt, dass sowas zum Beispiel auch vorkommt. So. Ich flieg mal hier einfach förmlich durch. Oh, interessant. So, Moment. Ich muss den ganzen Kurs selber mal wieder rekapitulieren. Moment, Moment, Moment. Ach nee, andersherum. Dann hier durch, hier durch. Hier durch. War das irgendwie so? Nein. In die Richtung weiter, okay. Nope. So. Ich will den. Ich will doch nur zum Schießstand, oder muss ich erst warten? Wegen der Ladestation, dass die hier aufploppt. Hallo? Bin ich jetzt an der Ladezone vorbei? Oder habe ich den Schießstand? Ich glaube, ich habe den Schießstand gerade kaputt gemacht. Ah, danke. Genau, und dann ist ja hier irgendwo der Schießstand gewesen. Moment. So, nächste Ladezone bitte. Ich wäre sehr dankbar. Sorry Leute, aber ich wollte euch noch was quasi zeigen.
Oh. Ich habe mal wieder Noclip aufgehoben. Passiert. Komm. Schön, Leute. Ich würde ja gerne die Map switchen einfach zu Schießstand. Aber leider habe ich den Comment nicht. Deswegen. Na, na? Oh, sag nicht, dass ich jetzt über den Parcours nochmal rüberschweben muss. Ich habe eine Stelle irgendwie geskippt, offensichtlich. Moment. Ja. Ja, bist du. Spricht er wieder, wie gesagt. So. Genau, wir müssen ja hier. So, jetzt aber. Oder? Oder Spiel? Hallo? Gut, so kann man halt auch eine Folge strecken, wenn man halt nicht kapiert, was los ist, aber was ist los? Moment, wir haben es gleich. Notfalls mache ich das im Off kurz bis zu der Stelle. Moment, hier war ich ja. Okay, der Spruch. Den habe ich ja erwartet. Und jetzt ist die Ladestelle. Ich weiß nicht, vielleicht muss man echt die Seile erst. Ach so. Na gut. Achso, ich kann zum Schießstand, okay. Entschuldigung. War gerade selber ein wenig verwirrt. So. Ein und was ich ja ausgelassen habe. Okay. Alles klar. Wusste ich nicht. Gut. So, und hier wollte ich nämlich was wissen. Und euch auch zeigen gleichzeitig, weil sonst. Warum habe ich mir das fast schon gedacht?
Entschuldigung. Na gut, genügend herumgespielt. Ich würde sagen, wir machen auch wie folgt. Erstmal das wieder weg. Ja. Und ich bin ganz ehrlich, ich freue mich tatsächlich doch ein bisschen darüber. Ja, warte mal, ich beende mal das. Ich will eigentlich nur ins Menü. Wieso kann man nicht ins Menü ganz einfach? Hallo? Kann ich hier? Nee, okay. Keine Ahnung. Ja. Wie gesagt, ich finde es fantastisch, das Spiel. Empfehle es auf jeden Fall euch auch weiter. Falls ihr mal nicht wisst, was ihr zocken wollt, holt es euch auf jeden Fall noch. Und ja, ich hoffe, dass diese Spiele weiterhin nach wie vor ja, laufen werden und nicht wie andere Spiele, zum Beispiel Gothic zum Beispiel, dass ja, einfach sterben werden, Zitat, nicht mehr spielbar sind in dem Augenblick. Ich bin ganz ehrlich, ich will Gothic spielen, ich finde es nur blöd, dass ja, mein moderner Rechner Gothic 1 einfach nicht nur mal laufen lassen will. Na gut. Lange Rede, kurzer Sinn. So viel sollte feststehen. Ich bin halt sauer. Und ja. Von daher sage ich nur eins. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Bis zum nächsten Projekt. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.